das Gestrüpp. Willkommen. Boah, ist mein Angriff ausgewichen. Haltet sie lieber eine Schwanzlänge auf Abstand. Man weiß nie, wann sie sich gegen einen wenden. Ja, immer schön eine Schwanzlänge Abstand halten. Au! Mann ey, diese Kackfallen. Wer hat die Fallen in das Gestrüpp aufgebaut? Super. Und in diesem riesigen Verlies, ehemalig, ne, Gewölbe ehemalig, es gibt Schreckensvogel. Bürger, Abgeordnete der CDU gibt es bestimmt auch her, ne? Okay, ich gehe mal außen rum. Das Gestrüpp. Ein Senschelöwe. Angriff. Noch ein Senschelöwe. Das Gestrüpp. Ich kann es nicht oft genug sagen. Das ist das Gestrüpp, Leute. Aber im Moment ist es jetzt das Gestein. Wo wir jetzt gerade durchgehen. Davon ist wieder das Gestrüpp. Und das ist das Getier hier. Hey. Hier kriegt dein Item noch. Du musst dich nicht gleich wegporten. So, da ist immerhin schon mal der Himmelschiff. Das ist schon mal was Gutes. Der Boss wird wohl in der Mitte sein. Mal kurz die Magie aufladen, weil der Schreckensvogel ist im Weg. Okay, das sind schon mal zwei. Au. Au. Alter, ich war aus dem Kreis raus. Ich mag die Viecher nicht. Gestrüpp. Sogar die Himmelsscheibe sind das Gestrüpp. Ein Würger. Den muss ich mir leider aufnehmen. Ja, das wusste ich. Nur Nekrofähigkeiten, das ist anscheinend das Falsche. Die brauchen nicht lange. Oh, überall Gegner. Langsam reicht's aber. Verliese waren früher aber nicht so voll gepumpt und geklatscht mit Gegnern. Die waren mal ein bisschen freier. Das soll ja kein Hack and Slay werden hier. Oh, schon der Welt, schon der Verliesboss hier. Rotzahn, aber da ist noch jemand. Zaireba Schafkralle. Boss. Ein dicker, dicker Boss. Dicker, dicker Boss. Tja, uns bleibt ja nichts anderes übrig. Den Angriff, den und den.
fair. Was ist das hier für eine Stimme? Da war noch einer. Da. Kommt hier raus, ihr Feiglinge! Das heißt, ich werde nicht fallen. Doch, wirst du. Also die Minions haben echt Schaden gemacht. Das Gestrüpp abgeschlossen. Erforscher des Gestrüpps. Erforscht und säubert das Gestrüpp. Das wollte ich schon immer mal als Errungenschaft haben. Na gut, das erklärt, das erledigt jetzt auch noch die Suche nach dem Weltboss. Sehr schön. Hi ho. Das Gestrüpp. Gut, also haben wir das schon abgeschlossen. Verliesboss plus Himmelsscherbe. Das heißt, ich habe nur noch die Quest hier. Und schwarzen Kaffee, aber ich glaube, das können Trilophys schon kochen. Ja, sehr, sehr gut. Dann kommen wir sogar noch in dieser Folge raus. Hoho, ein Riese. Riese in das Gestrüpp. Bemerkt niemand auch nur unsere kleine Unternehmung. Und genauso gefällt mir das auch. Jo, nicht bemerkt hier. Bitte. Aha, du bist in die Bandfalle getappt. Schön über den Haufen gelegt. Das Gestrüpp. Feuerstelle. Feuerstelle, hey, Shit. Da kann ja gar nichts. Ja, klatsch mich tot. Das Gestrüpp. Kannst nur häufig genug sagen. Das Gestrüpp. Aber wie viel gibt's da von den Dingern? So, hier ist auch noch einer. Oh, wie viele Gegner sind hier? Und gut, ich bin noch zurückgegangen. Hier gibt es nordische Tische, Küche. Vielleicht sollten wir den zwei Monden noch einen Besuch abstatten. Leichte Beute. Ja, hier. Leichte Beute. Bam. Und weg ist er. Einfach
einfach verschwunden. Klasse Performance, durchgängig 60 FPS. Was hast du denn für NASA-Rechner? Ich habe einen durchgängig. Das geht jetzt so flüssig. Das geht nur in Verließen so. Wart mal ab, wenn ich wieder draußen bin. Du hast die letzten Folgen nicht gesehen. Hier für YouTube zum Lesen. Ich bin neulich noch mal dem Zuckerschlinger begegnet. Draußen hast du nur 17 FPS. Nichts mehr als hochnäsige Schmuggler. Ich aber. Man würde meinen, Azura hätte den alten Spinner davor gewarnt, zu dicht an Räuberhöhlen heranzugehen. Fuck! Ich sag gleich, was für ein Setting ich noch hab. Ich will jetzt mal raus, dann sage ich mein Setting. So, hoffentlich komme ich an den Würger vorbei. Au! Die sind alle in die scheiß Dinge reingefallen. Sehr schön. Achso, den muss ich auch noch befreien. Okay, ich befreie ihn. Hab den Schlüssel, ja? Ja, hab ich. Wenn ihr dann bitte den Käfig öffnen würdet. Verlasst das Gestrüpp. Azura sei für euer zeitiges Eingreifen gepriesen, Rook. Kommt jetzt. Wir sprechen draußen. Jo, sprechen wir draußen. Also, ich habe draußen häufig das Problem, dass ich immer, wenn ich in eine Richtung gucke, und das passiert immer nach etwas längerer Spielzeit, dass ich einen FPS-Abfall von ungefähr die Hälfte habe. Das heißt, von 30 runter auf 17, 14. Das ist in meinen Augen nicht gut. Das aber auch nur in eine Richtung. Wenn ich nach Süden gucke, alles gut, da habe ich wieder meine 30. Und hier in Verlies 60 FPS, 30 meistens. Ich nehme mit 30 FPS auf, aber Fraps sagt hier 60. So. Soweit, so gut. Mein Setting ist ein i7 4700K Prozessor ohne Übertaktung. Das heißt, ich habe, ich glaube, 4 GHz, meine ich. 4,1 GHz, sagt XSplit. Ich habe 24 GB Arbeitsspeicher, DDR3. Ich habe eine SOTAK AMP Extreme Edition mit einer GTX 970 als Prozessor mit 4 GB GDDR5 RAM. Also, man kann es als Höllenmaschine bezeichnen, so nennt ich das Ding auch. Also eigentlich müsste das Spiel auf over 9000 spielen. Aber ich sage, Elder Scrolls Online hat anscheinend Probleme mit sich selbst. Wir können froh sein, dass wir keine 4 FPS haben, weil dann hätte ich es abgebrochen. Dann hätte ich gesagt, mach den Scheiß alleine, ich spiele das erst, wenn es fertig ist. Beispiel kein Early Access. Masdur ist dankbar für seine Rettung. Konntet ihr auch sein Amulett finden? Okay, und Full HD Auflösung vom Monitor. Ja, Monitor ist Full HD. Auf 60 Hertz eingestellt. Hat eine Millisekunde. Ich könnte zwar auf
Dings stellen, also auf 144 Hz, aber ich würde sagen, das zerrippt die Aufnahme. Ich habe euer Amulett von Azura aus das Gestrüpp geborgen. Dann habt ihr den Dank von diesem. Und auch den Dank von Azura, wie es scheint. Gerade als Masdur aufbrechen wollte, hat er noch etwas Wertvolles gefunden. Nehmt dies als eure wohlverdiente Belohnung. Und so wird Masdur wieder einmal durch das Eingreifen von Azura gerettet. Aus das Gestrüpp. Vermittelt durch euer Handeln natürlich. Was werdet ihr jetzt tun? Och, Alter, ich muss trinken. In jüngster Zeit wenden die Gedanken von diesem sich oft Grünschatten zu. Während die Khajiit Azura stets in ihren Herzen willkommen hießen, sehen die Waldelfen sie noch immer mit Gleichgültigkeit. Vielleicht sind sie es, die am dringendsten ihre duftenden Worte hören müssen. Meint ihr, dass das gut ankommen wird? Nein. Masdur wird auf Feindseligkeit stoßen. Dessen ist er sich sicher. Aber Azura wird über ihn wachen und diesen zu jenen führen, die womöglich gewillt sind, ihm zuzuhören. Darauf vertraut er, so wie er auf die Fürsten von Morgen- und Abenddämmerung selbst vertraut. Sehr schön. Ja. Dann gucke ich mal eben nach, wie viele Folgen ich gerade hab aufgenommen. 1, 2, 3, 4, 5 und die jetzige sind 6 Folgen. Ich würde sagen, das könnte man als ausreichend bezeichnen. Nee, ist nicht ausreichend. Ist, glaube ich, nicht ausreichend. Eine machen wir noch.